Herzlich willkommen zum Erlebe Israel Video. Shalom, mein Name ist Jana Welensky, ich bin eine Reiseleiterin in Israel. Und ich bin Jenny, ich bin Unternehmerin und Bloggerin. Unter anderem bieten wir Innovation Tours in Israel an. Und heute möchten wir Sie einladen in das Museum Anno, die Geschichte des jüdischen Volkes erzählt. Hier in dem unteren Stock des Museums kann man sehen eine Ausstellung über die Synagogen. Was ist eine Synagoge? Warum ist es wichtig, in einem jüdischen Museum Synagogen zu zeigen? Weil das immer von Anfang an, vor allem nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, war das der Ort, wo Juden sich zusammengesammelt haben. Und interessanterweise, weil nach der Zerstörung des Zweiten Tempels sogar schon vorher Juden überall zerstreut waren, bauten sie ihre Synagogen. Und zum Beispiel hier sehen wir eine Synagoge aus Fez. Fez liegt in Marokko. Das marokkanische Judentum kann schon uns erzählen, die Geschichte von tausenden von Jahren ist eine alte, sehr alte und reiche jüdische Gemeinde gab es dort. Was ihr hier seht, eine Synagoge. Und interessanterweise, die hat drei Schränke, wo die Torahrollen liegen. Ja, das ist etwas sehr Besonderes. Und wenn ihr seht, wie genau hier die Sitze sind, dann ist das so, dass Leute alle Blickkontakt miteinander haben. Und das ist etwas sehr Besonderes für eine sephardische Synagoge, eine Synagoge in den orientalischen Ländern. Warum? Das wurde beeinflusst von den Moscheen, die in Marokko überall gab. Das heißt, Juden bauten und wurden beeinflusst von der Kultur, in der sie gelebt haben. Und auch, gucken Sie noch ganz genau rein, wenn Sie so sehen, da ist eine Chamsa. Chamsa kommt von fünf. Ja? Das ist ein Symbol, muslimisches Symbol gegen das böse Auge. Eigentlich ist es kein jüdisches Symbol, aber wir finden das in einer Synagoge. Das erzählt uns, wie Juden oft die Kultur übernahmen, die oder Symbole, die gerade in dieser Gesellschaft wichtig waren. Ja, nun haben wir jetzt eine sephardische Synagoge gesehen und hier stehen wir vor einer aschkenasischen Synagoge. Und zwar eine Synagoge, an der ich ganz oft vorbeilaufe, wenn ich in Berlin bin. Wir stehen vor der Synagoge in der Oranienburger Straße. Und was der Unterschied ist, der große Unterschied zwischen einer sephardischen und einer aschkenasischen Synagoge, ist, dass in einer aschkenasischen Synagoge das Altar, also da, wo die Tora zum Beispiel vorgelesen wird und vorgebetet wird, das befindet sich vorne und nicht in der Mitte der Synagoge. Die Synagoge, die ihr hier seht, man kann sie auch heute besuchen, das ist auch ein Museum, die wurde wieder geöffnet Mitte der 90er Jahre. Die Synagoge an der Oranienburger Straße in Berlin gehört wirklich zu der bunten und vielfältigen jüdischen Geschichte in Berlin vor dem Holocaust. Diese Gemeinde gehörten 25.000 Mitglieder an, diese Synagoge. Ja, die war prächtig und schön, wie ihr schon hier seht. Wir wissen auch hier, über diese Synagoge können wir auch eine interessante Geschichte erzählen und über einen mutigen Mann, über einen deutschen Feuerwehrmann, der während des Pogroms Nacht am 9. November 1938 sich gegen die Massen gestellt hat und nicht zugelassen hat, dass diese Synagoge abgebrannt wird. Naja, und ohne was kann die jüdische Kultur nicht überleben? Und das ist der Humor natürlich. Und wir befinden uns hier neben der Ausstellung der Synagogen, ist quasi der Humor- und Comedy-Raum. Und hier kann man verschiedene, eigentlich aus der ganzen Welt, ne? Comedy-Sendungen, die man kennt, die irgendwie durch Juden und Jüdinnen gemacht wurden, oder über das jüdische Leben erzählen, die Comedies, die kann man hier alle sehen. Wie zum Beispiel hinter uns seht ihr die Seinfeld-Serie. Und ja, hier kann man sich das alles anschauen. Wie erzählt man eine Geschichte oder die Geschichte eines Volkes, das 1000 Jahre alt ist? Was für eine Herausforderung ist für jemanden, der ein Museum macht? Ja?
Und hier in diesem zweiten Stock kann man sich über die jüdische Geschichte genau sich informieren. Und ich finde das super beeindruckend, wie das gelöst wurde, in einem Stockwerk die gesamte jüdische Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel hat man diese Plattform hier gemacht, wo man eben sozusagen an der Wand und auf dem Boden die gesamte jüdische Geschichte erzählt bekommt und natürlich mit Bildern und sehr digital, sehr interaktiv. Hier sitzen immer ganze Schülerklassen und Teenager und schauen sich das total gespannt an, weil sie natürlich gerade in der modernen Zeit sind wir einfach gewohnt, eben Videos zu sehen. Und das wurde, finde ich, super gelöst, oder? Sehr spannend. Also man kann auch hier mit Kindern hier hinkommen und viele interaktive Angebote hier nutzen. Ja. Wissen Sie schon, dass eigentlich jüdische Exil ist nicht nur erst seit 2000 Jahren. Wir wissen schon von einer sehr, sehr, sehr alten, alte, große jüdische Gemeinde, die in Babylon sich entwickelt hat. In Babylon fängt das Judentum wirklich auch zu blühen, obwohl sie nicht mehr in Israel gelebt haben. Es entstehen Erklärungen, es entstehen Torah-Schulen, wo man wirklich weiterhin so weit vom religiösen zentralen Zentrum des Judentums in Babylon entstehen große, sehr reiche und sehr bekannte jüdische Gemeinden. Sag mal, Jenny, bist du aschkenasisch oder sephardisch? Also, ich bin aschkenasisch, weil ich ja meine Familie aus der Ukraine stammt. Und aschkenasisch bedeutet ja, dass man den Ursprung, also das sind Juden und Jüdinnen, die ursprünglich aus Aschkenas, also aus Deutschland kommen und dann später Richtung Osteuropa gewandert sind. Oh, was für ein Zufall, ich bin auch aschkenasisch. aber heute in Israel zum Beispiel leben alle, Aschkenasen und Sepharden und orientalische Juden, alle leben heute in Israel. Eine wirklich bunte Gemeinde. Okay, Aschkenasisch kommen ursprünglich aus Europa. Was ist mit den Sephardin, Sfaradim? Sfarad heißt auf Hebräisch Spanien. Das heißt, nach der spanischen Inquisition, viele damalige Zeit lebten, es war eine reiche und große und bekannte jüdische Gemeinde. Aber nach der spanischen Inquisition wurden Juden zur Wahl gestellt, entweder Christen zu sein oder wegzugehen. Und viele entscheiden, wegzugehen. Viele entscheiden, zu verstecken ihre jüdische Identität und bleiben Juden im Versteck. Aber die, die weggehen und gehen woanders, gehen nach Amsterdam, gehen nach Nordafrika, das sind die Sepharden. Und in diesem Teil des Museums sieht man sehr, sehr schön, wir zeigen euch das gleich mal, eben die aschkenasische Seite, also den Ursprung, die Kultur, die Tradition und die sephardische. Ich habe euch erzählt über die sephardischen Juden und einige blieben Juden, aber einige, wie gesagt, sind ins Christentum getreten, aber blieben Juden. Natürlich war das gefährlich und deswegen blieben sie im Versteck. Hier im Museum sehen Sie gerade eine Schabbatkerze. Woher kommt die? Die kommt aus Portugal. Und interessant, wo hat man das gefunden? Man hat gehört, dass noch immer in Portugal Familien gibt, die eigentlich Christen sind, aber trotzdem Schabbat feiern. Und hier auf dem Bild sehen Sie eine Frau, die eine Schabbatkerze anzündet. Und eigentlich sind die keine Juden mehr, aber noch immer machen sie das. Und das sind die sogenannten Anusim. Das sind wahrscheinlich Nachfahren von Anusim. Ja? Sie waren total nach vielen, vielen Jahren, nach hunderten von Jahren, total getrennt von jüdischer Gemeinschaft. Und trotzdem hielten jüdische Traditionen ein. Was für interessante Geschichte. Zum Beispiel, ja genau, Juden sind assimiliert und dann ist es Städtel. So sieht in Osteuropa die jüdische Familie. Das sind die sephardischen Juden aus Bagdad. Ja, und das sind die Juden, die nach Amerika gehen. Wir sind jetzt im dritten Stock und hier geht es eigentlich um die jüdische Identität. Und hinter uns seht ihr den Teil, wo man vor Bildschirmen steht
und wo Menschen, jüdische Menschen aus der ganzen Welt und aus allen möglichen verschiedenen Richtungen, religiös, nicht religiös, wie auch immer, erzählen, wie sie ihre jüdische Identität wahrnehmen und auch leben. Was bedeutet heute in moderner Zeit ein Jude zu sein? Wodurch identifiziert man sich als Jude? Durch Staat Israel, durch jüdische Kultur, durch die Politik, durch die Religion. Das alles ist sehr kompliziert. Und hier können wir diese komplizierte und bunte Welt ein bisschen kennenlernen und gucken, wohin und was haben eigentlich Leute aufgrund ihrer jüdischen Identität geschafft oder hat es überhaupt beeinflusst ihre Karriere später oder auch nicht? Welche Werte wurden sie aus der jüdischen Familie, aus jüdischer Tradition genommen oder auch nicht? Diese alle Fragen werden in diesem Stock gestellt. Hier zum Beispiel an dieser Leinwand kann man sehr schön sehen, wie sich die jüdische Bevölkerung im Laufe der Jahre verändert hat. Natürlich nicht in der ganzen Zeit, aber man sieht den Unterschied zwischen 1970 und 2021. Wir wollen jetzt kochen, aber was ist eigentlich jüdische Küche? Jüdische Küche an sich gibt es nicht, sondern alle Juden haben aus der Region, aus der sie kamen, eben die Küche mitgebracht. Und so entstanden eben verschiedene Varianten der jüdischen Küche. Und hier kann man sehr schön interaktiv sich eben die verschiedenen Sachen selber kochen. Also von marokkanischen, von aus der osteuropäischen Küche, zum Beispiel Pelmeni, kann man hier kochen. Hier starten und dann wird hier angezeigt, wie das alles geht. Was braucht man dafür? Eier, Mehl. Also man macht Mehl hier rein, dann macht man Ei rein und so weiter und so fort. Und so kann man das wunderschön interaktiv die verschiedenen Sachen aus der jüdischen Küche quasi, aus den verschiedenen Regionen. Ja, ich muss das erstmal alles mischen, daraus einen Teig machen. Okay, noch nicht fertig, jetzt fertig. So, das kann man im Museum auch machen. So, in diesem Museum, an diesem Stock, kann man wirklich hier sehen über Musik, über Literatur, über Politik, über jüdische Küche, wie ihr schon gehört habt. Hier zum Beispiel sieht man eine Abteilung, wo man spricht über die Belebung der hebräischen Sprache. Liebe Freunde, Hebräisch wurde wieder belebt. Ja, Hebräisch ist eigentlich nie, Juden haben immer in Hebräisch gebetet, die haben 1000 Jahre nicht miteinander Hebräisch gesprochen. Aber, und als man nach Israel kam, was macht man, welche Sprache spricht man? Die russischen Juden sprechen Jiddisch und Russisch. Die Juden aus Marokko sprechen Arabisch und Marokkanisch und können auf Hebräisch alle beten. Was ist mit der Sprache, gemeinsame Sprache? Und dann entstehen viele Initiativen hier in Israel, die hebräische Sprache zu beleben. Und hier lernt man zum Beispiel über die Person wie Eliezer ben Yehuda, derjenige, der gesagt hat und gezwungen hat, sein Kind Hebräisch zu sprechen, obwohl beide Eltern eigentlich nicht Hebräisch als Muttersprache gesprochen. Es war ihm wichtig, dass Hebräisch zu der Sprache der Juden wird. Und wisst ihr was? Viele, viele Menschen waren gegen ihn. Und sein armes Kind, er hatte überhaupt keine Freunde, weil niemand mit ihm auf Hebräisch sprechen wollte. Und was jetzt? Heute in Israel ist die allererste Sprache, Sprache, die Menschen heute sprechen, ist Hebräisch. Was Besonderes in diesem Museum ist, dass wir sehr, sehr viele authentische Sachen gibt. Zum Beispiel, hier ist der Kragen von der berühmten Richterin aus Amerika, Ruth Bader Ginsburg. Eine Pionierin und eine sehr mutige Frau, die vor allem sich für die Rechte der Frauen in Amerika eingesetzt hat. Und tatsächlich, viel wurde aufgrund ihrer Engagements verändert. Und die ist heute zum Kult in Amerika geworden.